Reinsport und Fashion. Geht das zusammen? Und ob. Fashion Star zeigt euch wie. Gemeinsam mit Piqueur Escadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Vier junge Reiterinnen shoppen diese Woche um die Wette. Laura, Maike, Ise und Lisa. Kim, von wo kommst du gerade? Von der Fashion League, oder? Wo kommst denn du her? Ja, ich komme aus Mailand, gerade von der Fashion League. Ich komme gerade aus dem Stall, vom Chucky. Du bist aber gut gedresst im Stall. Mal sehen, ob die Kandidaten auch so gut gedresst sind. Ich habe schon mal ein bisschen rausgeputzt und der beginnt jetzt. Und das ist unsere erste Kandidatin. Reiten ist für Laura viel mehr als nur ein Hobby. Wenn sie die Tür zum Stall öffnet, taucht sie in eine andere Welt. Ganz wie früher beim Lesen von Wendy-Zeitschriften. Schon damals träumte sie vom Besitz eines eigenen Pferdes. Dass die heute 24-Jährige für diesen Traum sogar ihr Studium aufgegeben hat und 5 Jahre von der Hand in den Mund lebte, klingt verrückt. Doch für die Arbeitsagentur-Mitarbeiterin aus Herne war es Liebe auf den ersten Biss, als ihr Schnappi nach ihr schnappte. Tierischen Ernst kennen die beiden nicht. Ganz froh Natur hat Laura ihr eigenes Credo aus dieser Erfahrung gezogen. Und wie das geht, zeigt sie uns jetzt. Man kann nichts planen, außer sein Outfit. Hier im Lösdau-Shop in Lehrte, dem größten Piqueur-Shop Europas, will Laura uns beweisen, dass sie nicht nur ein Faible für Pferde, sondern auch für Fashion hat. Zur Unterstützung bei der Auswahl ihres Outfits hat sie sich ihre beste Freundin mitgebracht. Hallo, ich bin Isabel und ich bin heute Lauras Shoppingbegleitung und freue mich schon riesig auf den Tag. 20 Minuten Zeit haben die beiden, um aus der neuen Piqueur Escadron-Kollektion den besten Look für Laura und ihren Schnappi zusammenzustellen. Zur Verfügung stehen ihnen dabei 600 Euro Shoppinggeld. Auf los geht's los! Sobald Laura und Isabel durch die Ladentür des Lösdau-Shops sind, läuft die Zeit. Als erstes müssen sie das Motto der Staffel finden, das auf einer goldenen Schleife steht. Irgendwo hier im Laden haben wir sie versteckt. Also Tempo, ihr zwei! Go Laura, go Laura, go Laura! Die gelbe Schleife, ne? Richtig? So. Ist das vielleicht die Schleife, die da so funkelt? Mai, guck mal, die haben Unicorn-T-Shirts angezogen in Glitzer. Hätte ich auch gern. Da habe ich schon alles rausgeholt. Zwischen den kalt, Isabel. Schabracken. Kalt. Gibt's da nicht. Wo ist die? Hatze. Ah. Ja. Motto, Motto, Motto. Mutig, mutig. Setze ein Statement in Rot. Check. Ja! Ja, dunkelrot ist auch rot, ne? Ja. Oh, na dann kann's ja jetzt losgehen. Ja. Ne? Ja. Mutig, mutig, setzt den Akzent in Rot und wir stehen vor der schwarzen Wand. Als hättest du es geahnt mit dem Motto. Rot ist rot, ne? Das sind deine Schuhe. It's Peace. Die. Ah, okay. Boah, die sind mega schick. Zur Bordeaux auf jeden Fall. Komm, als extra dazu, warum nicht? Die Stiefeletten würden wir auch mal auf den roten Teppich anziehen, oder? Die Stiefeletten, die ziehen wir auf jeden Fall mal an. Nehmen wir erstmal. Hier. Ein Shirt ist schon mal gut. So. Ja. Ich finde das Beige irgendwie schöner. Sachen? Weil das finde ich super und dann das Stirn. Ja, aber jetzt brauchen wir trotzdem Shirt. Ne? Ja. Kann ja nicht nur die Jacke anziehen. Wie teuer ist das? Evi, kannst du mal gucken? 35. Ist ja ein Schnäppchen. Muss ja doch. Aber sein, beige. Erstmal sammel. Laura, Akzente in Rot. Wir sehen hier nichts in Rot. Und mutig sieht beige und braun auch nicht aus. Mensch, Schatz. Oh, noch, Laura. Guck du mal, ich habe hier noch eine gute gefunden. Wenn es die meiner Größe gibt. Easy, hier wäre noch eine, die ginge ohne Gürtel. Ist die nicht auch wieder beige? Laura, oben ist die Farbe. Oben im Regal. Packen wir die wieder weg? Welche Größe, Laura? L? Ich hier gerade L an. Ja, nimm das. Das sieht besser aus, glaub mir. Das passt nicht mit dem Bordeaux. Isabel, schwarz ist auch nicht rot. Bist du sicher, dass das so machen? Ganz sicher. Und du bist dir ganz sicher, dass wir nicht diese Jacke zum Beispiel nehmen? Nee, darüber bin ich mir nicht sicher. Warte mal, lass das mal an und nimm die Jacke. Wir haben ja ein bisschen Geld, aber dann kannst du nicht mehr so viel fürs Pferd holen, ne? Ja, wir gucken jetzt gleich. Wir haben ja bis zur letzten Minute offen. Boah, Laura. Die brauchen wir? Das ist nicht rot. Ach, ja, was. Ja, da zieh ich die rote Buchse dann an. Ach, was. Die Isabel auf jeden Fall den kritischen Blick komplett drauf. Ah, die Laura will das Motto nicht einhalten, sondern sich einfach für Schnappi und sich ein schönes Outfit Die denkt sich, die Jacke wollte ich schon immer haben. Jetzt kann ich endlich die Jacke haben. Und wenn ich die Hose anhabe,
Nee, gehen wir nur mal sicher mit dem schwarzen Oberteil oder nehmen wir das Oberteil darunter? Sieht das, das sieht gut aus so, ne? Weißt du, was das Problem ist? Dann ist aber beige-lastig. Also weißt du, was ich meine? Dann ist nicht so dieses Bordeaux. Ja, ich nehme das Stirnband in Bordeaux, das in Bordeaux. Ja, okay. Und das Pferd in Bordeaux. Ja. Komm. Hier ist was Rotes, aber... Ja, die wäre perfekt. Eine Spring. Spring leider. Die ist perfekt. Würde ich sofort nehmen. Die wird astrein dazu passen. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Ja, das müssen wir jetzt rechnen. Gib mal ein, 140. Dann 35. 35. 220. Ob bei so viel Beige die 600 wohl reichen? Und 395. Aber die Socken passen. Oder nehmen wir Bandagen? Ja, ich würde einfach Bandagen nehmen. Ja, dann nehmen wir Bandagen für vorne hin, dann sind wir komplett. So. Puh, das war aber knapp, Laura. Ansonsten würde ich mir so auch jederzeit kaufen. Ja. Also ich würde, wow, ne? Unterschreiben. Also ist top. Bevor Laura zusammen mit ihrem Pferd ihr neues Outfit präsentiert, wird Shoppingbegleitung Isabel Lauras Schnappi erst noch schön machen. Isabel, was meinst du? Wird Laura Fashionstar? Ich denke einfach, dass Laura gewinnt, weil wenn es ums Thema Mode geht, ist sie einfach der richtige Ansprechpartner. Ich freue mich schon, wenn wir anstoßen können. Und da sind sie, Laura und ihr Schnappi, beide in neuem Outfit. Schnappi trägt bordeauxfarbene Fließbandagen. Außerdem hat er eine ebenfalls bordeauxfarbene Satteldecke und Fliegenmütze bekommen. Zu den Stiefeletten, die Laura als It-Piece erhalten hat, trägt sie eine bordeauxfarbene Reithose mit weinroten Socken. Dazu hat sie einen beigefarbenen Sweater und Jacke im selben Ton kombiniert. Abgerundet hat Laura ihr Outfit mit einem weinroten Stirnband und einem Haarband zum Hochstecken der Haare. Mit den insgesamt knapp 595 Euro hat Laura ihr Budget gut ausgeschöpft. Wird Laura Fashionstar? Wer weiß? Zuerst treten noch drei weitere Kandidatinnen an. Morgen zeigt uns Maike, was sie neben dem Reiten noch in Sachen Mode kann. Nach dem Glitzer-Unicorn kommt jetzt der Sonnenschein. Nee, morgen. Morgen. Seid gespannt, wird richtig gut und richtig rot. Und gelb. Willkommen zurück bei Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Vier Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer von ihnen trifft das Motto der Woche am besten? Laura, Maike, Ise oder Lisa? Fashion Star, Mode, Lifestyle, cooles Thema. Bist du auch in der Mode tätig eigentlich? Ja, ich kriege Werte aber immer nur von anderen Leuten angezogen. Also ich selbst habe mit Mode nichts zu tun. Und bist du dann ganz streng in der Bewertung? Nee, ich bin... Oh ja, ich bin so der Nette von uns, ne? Ich wollte gerade sagen, bad guy, good guy, oder? Du musst ja nein. Ich habe heute kein Foto für dich. Ich habe heute 10 Punkte. Okay, let's do it. Ja. Das ist Maike. Maike ist gerne spät dran und ziemlich chaotisch. Wenn sie mit ihrer Cordina zum Turnier fährt, vergisst sie auch mal die Hälfte. Seit über 10 Jahren sind die beiden ein Team. Da darf es auch gerne mal bunt zugehen. Als sie mit neongelben Bandagen und Schabracke in die Reithalle gekommen ist, ist ihr Reitlehrer fast vom Hocker gefallen. Im Parcours ist die 21-jährige Düsseldorferin dann aber voll bei der Sache. Da kennt sie nur ein Gas, nämlich Vollgas. Da nimmt sie volles Risiko und jede Abkürzung. Wenn sie nicht auf Springturnieren unterwegs ist, geht sie gerne mit Cordina joggen. Maike, eine liebenswerte Chaotin. Mal sehen, wie Maike ihr Chaos auf der Shoppingfläche von Löstau im Griff hat. Mein Name ist Natascha und wir freuen uns auf einen super spannenden Tag, an dem wir unsere Leidenschaft frei laufen lassen können. Mit 600 Euro in der Tasche und 20 Minuten auf der Uhr geht's jetzt für Maike und ihre Shoppingbegleitung Natascha auf die Piqueur Eskadron Fläche. Auf die Klamotten, fertig, los! Die Zeit läuft! Doch da lang, oder? Oh Gott, also was man mal sagen muss, dieser Löstau-Eingang ist ja wirklich sehr apart. Aber ohne Motto darf nicht geshoppt werden. Warte. Schneller. Ah, sie hat einen gelben Pulli an und soll eine gelbe Schleife finden. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ist vielleicht in so einer Tasche drin oder so. Wo ist die goldene Turnierschleife nur versteckt? Nein, ich glaube nicht. Vielleicht hast du es gefunden. Ja.
Das war krass. Was ist? Mutig, mutig, mit setzen ein. Boah, gut, auf den Fuchs, sehr gut. Okay, wir brauchen was in Rot. Das ist pink. Das ist pink, falsch. Das bringt. Da lauf geradeaus, 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 geradeaus. Ein Statement in Rot. Die Maike hat schon mal das Motto verstanden: Rot. Rot, rot. Und jetzt kommt It-Piece. Da ist ein Irrchen. Ah. Ja, aber dann sind wir ja schon fast rot angezogen. Dann brauchen wir irgendwas Schwarzes oder dunkelblau. Ja. Am besten brauchen wir. Eine rote Jacke hat Maike ja schon aus mal. Schwarz? Ja, okay, eigentlich schon. Ne? Aber das würde doch jeder machen. Dann lass uns doch lieber so eine dunkelblau mit. Die beiden sind jetzt etwas konzentrierter bei der Sache, ne? Die sind nicht so wild am Wuseln. Das sieht alles irgendwie sehr, sehr planmäßig aus. Läuft nach Plan. Und in der Pikör-Ecke gibt es auch rote Akzente, wie wir sehen. Nur nicht da, wo die Mädels sind. Einmal rechts, bitte. Sehr untypisch für Maike, die eigentlich das Chaos liebt. Ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Ach nein! Oder das da, das ist dunkler. Das finde ich schöner. Und das ist so ein dunkler. Ja, aber wenn jetzt der Cordina eine Schatten. Hol mal bitte ganz kurz die Jacke. Maike, rot. Auf einen Fuchs. Rot. Ah, sie guckt nach. Das sieht doch viel besser aus. Und es gibt doch bestimmt, es gibt immer die passende Schabracke zu einer Hose. Ja, okay, dann nimm die und die Jacke und Schabracke kannst du da gucken. Nimm doch die hier einfach. Das ist schlicht. Nein, das möchte ich nicht. Schlicht. Passt das zum Motto? Und mutig? Mutig ist es eigentlich nimm auch nicht, die, wenn eine schwarze sie Hose hält die zählen. Blaue Schabracke in der Hand und die rote lässt sie hängen. Aber es glitzert. Ich sehe irgendwas glitzern. Glitzer ist gut. Oh Gott, Nachi, wir müssen schneller machen. Ich glaube, wir sind voll langsam. Maike, und was ist mit deinem Pferd? So, jetzt brauchen wir noch was für die Cordina. Also entweder... Guck mal, nimm auch schon mal das Halfter. Oder, nee, die hat doch eine Trense und einen Sattel an. Ja. Brauchen kein Halfter. Also ich bin immer noch dafür, dass du die hier nimmst. Nein! Nein! Ja, die ist schön, aber drei nein. Decken, eine rot. Rot. Oh, oh. Oh, geht gar nicht. Ach Gott, wir brauchen Gamaschen oder Bandagen. Wir brauchen irgendwas für die Beine. Ich zieh das an und du guckst, was du für die Beine findest. Ich hab eine rote Jacke an. Wir haben. So. Weiße Fellgamaschen. Das ist auch mutig, das gebe ich zu. Ein Teil vom Thema ist erfüllt. Und jetzt noch was für Maikes Füße. Ja, guck mal. Findest du die gut? Tada! Super, ideal. Ja? Ja, es geschafft! Ja! So, endlich geschafft. Oh. Und was sagt die Jury? Die Socken sind auch rot. Läuft. Es wird rot. Und noch mal ordentlich machen. Aber ist das auch mutig genug? Schnell noch Cordina hübsch machen und dann können Maike und ihre Stute den neuen Look präsentieren. Und da sind sie. Maike und ihre Cordina, beide im neuen Outfit. Das teuerste war ihre neue Reithose. Für Cordina gab es eine schwarze Eskadron-Schabracke. Maike freut sich über ihr rotes It-Piece und das passende Stirnband. Die Woche wird immer spannender, aber morgen legt die Ise richtig die Latte hoch. Rot, rot, rot. So hoch wie du. Yay! Bis morgen. Und weiter geht's bei Fashion Star. Gemeinsam mit Pikör Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Vier Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer von ihnen wird diese Woche unser Fashion Star? Laura, Maike, Ise oder Lisa? Kim, kannst du dich heute mal ein bisschen anstrengen? Aber nur, wenn du dich deine mehr anstrengst. Deine ersten zwei, ne? Jetzt haben ein bisschen mehr Gas. Mitte der Woche, wir sind jetzt warm gelaufen. Was machen wir eigentlich jetzt nochmal? Uns Tag 3 anschauen? Here we go. Ise und ihr Raffi sind ein unschlagbares Team. Bei den beiden war es Liebe auf den ersten Blick. Sie haben gemeinsam in der Fürzügelklasse angefangen und reiten jetzt Enddressur.
Neben dem Abi-Stress ist Reiten für die Holsteinerin der perfekte Ausgleich. Dann bleiben alle Sorgen auf dem Boden. Die ehrgeizige 19-Jährige will hoch hinaus und kämpft für ihre Ziele und Träume. Ises größtes Ziel ist es, eine S-Dressur mit ihrem Pony zu reiten. Mal sehen, ob sie nicht nur im Sattel eine gute Figur macht. Denn eins ist klar, Ise will gewinnen, auch bei Fashion Star. Zur Unterstützung hat Ise ihre Mama mitgebracht. Wir rocken das heute, weil das schönste Outfit das wichtigste ist. Ich bin Annette, die Mama von Ise, und ich freue mich auf einen tollen Shopping-Tag. Die zwei haben 600 Euro dabei. Das Geld darf Ise innerhalb von 20 Minuten für ihre neuen Klamotten ausgeben. Auf die Piqueur-Eskadron-Fläche. Fertig, los! Wir müssen irgendwo die goldene Schleife finden, ne? Die haben sich auch abgesprochen. Die sind alle irgendwie immer gleich gedresst. Oh, das Team geht getrennt. Doink. Das ist auch keine schlechte Strategie. Diese Ise mit der schönen Frise. Tada! So, das Motto hat Ise gefunden. Ja, lesen. Mutig, mutig, setze ein Statement in Rot. In Rot, okay. Und dann in die Kabine, dein It-Piece. Oh, sie hat die gelbe Schleife gefunden. Okay, Motto, check. Bam. Boah, das ist aber die sind mies. Aber cool. Das finde ich aber ein ordentliches It-Piece. Ja, könnte schlechter laufen. Rote Weste oder rote Hose? Aber ich finde es interessant, ich würde sofort alles komplett in Rot nehmen und würde alles, was ich finde, glücklich sein. Total. Und würde dann oben drauf noch ein bisschen Feenstaub streuen. Aber es ist mutig. Oh, eine rote Reihe. Geil. Ja. Mutig, mutig. Oder eine Rolli und dann eine Weste oder was? Ja, vielleicht. Nimm ihn erstmal mit. Ich weiß nicht, ob es dir passt. Ich fände es ja geil, wenn einfach mal eine alles in Rot nimmt und sagt, hey, ich bin mutig. Total cool wäre das. Eine rote Schabracke gibt es nicht. Dann nehmen wir schwarz. Die. Oder? Die ist gut. Ja. Das nur? Ja. Perfekt. Perfekt. Ah, sie steht auf Glitzer. Glitzer! Dressurreiterin. Ja. Dressurreiterin, es muss glitzern. Rote Bandagen. Setzen Statement in Rot und rote Bandagen. Die Mama hat das Motto im Blick. Aber auch natürlich rote Weste nehmen, ne? Aber können ja mal mitnehmen, weil du musst ja eh was anprobieren. 36. Gut. Also ich glaube, wir haben schon ein paar gute Sachen gefunden. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie sie das am besten kombinieren will, glaube ich. Das ist aber echt rot dran. Und wie gefällt's? Das ist aber mal ein Statement. Ah, das ist ganz schön rot. Aber du kannst ja mal dich zeigen. Oh, Mama sieht rot. Das ist mal rot, ne? Sehr gut. Mutig, mutig. Super. Danke, Ise. Sehr gut. Diese Ise. Okay. Zieh sonst mal die Fleece an, weil das ist ein bisschen dollrot, oder? Wir sollen ja ein Statement setzen, ne? Da brauchen wir ja vielleicht schon viel Rot. Oder ein bisschen mehr. 160. So, und jetzt die Weste. Und dann wird, ja, okay, und keine rote Reithose. Rote Bandagen ist schwierig. Die Weste? Nee, weil dann hast du ja rot da. Das passt. Das passt. Nee, das ist die, so 310 plus 340. Die Lieblingsfarbe von der Mama ist bestimmt rot. Ist eine strenge Dressur, Mami. Guck mal, mit den Perlsteckern und so, ne? Ja. Strenger Zopf. Rote Bandage noch, jetzt flippe ich aus und krieg Gänsehaut. Geil! Ja, aber es gab keine schwarze. Das hier ist ja auch blau. Willst du eine blaue Reithose schnell? Blaue Reithose, blaue Reithose. Hast du eine? Ich habe eine in blau. Ja, ihr seid im blauen Rolli oder blaues Unterteil. Ich suche hier gerade die Reithose. Ich mochte ja die rote Hose lieber. Total. Nee, du musst dich entscheiden. Du schaffst es nicht mehr anzuprobieren. Du musst vielleicht die Reithose noch mal schnell anprobieren. Hier, Ise. Die hier? Jetzt aber flott. Ja, das ist alles gut. Das ist alles gut. Der Stiefel dazu? Perfekt. Und? Okay, wir haben's. Fertig. Nein, Ise, bitte nein. Jetzt gibt's Punktabzug. Raffi wird für den großen Auftritt schick gemacht. Sieht so die Siegerdecke aus? Glänzend tut sie schon mal. Passend dazu die dunkelblauen Bandagen. Ises rote Mütze passt zur Weste und zur Schabracke. Die braunen Stiefel passen zu Raffis Fell.
Das Rot und Blau findet sich auch im Halfter wieder. Hat Ise das Zeug zum Fashion Star? Über eine weitere goldene Schleife würden sich Ise und ihr Raffi sicherlich freuen. Doch da hat Lisa bestimmt etwas gegen. Die 25-Jährige ist unsere vierte Kandidatin bei Fashion Star. Du sollst auch mal ich anfangen. Dachte, nein. Okay, oder gut. Ausfangen, einfangen. Ich kann gerade nicht sprechen, weil morgen kommt der erste Mann mit ins Spiel. Als Shoppingbegleitung. Und er hat einen coolen Namen, der Mattis. Der wird's rocken. So sexy und spannend. So sexy wie du? Wird schwierig, aber fast. Du hättest jetzt sagen sollen, so sexy wie du. Aber danke. Willkommen bei der vierten Folge von Fashion Star. Gemeinsam mit Piqueur Eskadron sind wir auf der Suche nach den Fashion Stars 2019. Vier Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer von ihnen traut sich ein mutiges Statement in Rot zu setzen? Laura, Maike, Ise oder Lisa? Meinst du, im Profil sehen wir besser aus oder warum sehen wir heute so? Du wolltest mich einfach angucken, ja, schönen Menschen angucken. Was machen wir nochmal? Tag 4. Fashion Star. Das ist Lisa. Und Valou hat ihr Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Früher war die aus Kettenkamp stammende Lehramtsstudentin nur auf Leistung aus. Nach einem Reitunfall war ihr Vertrauen weg, doch Valou hat ihr neuen Mut geschenkt. Er hat die 25-Jährige verzaubert. Die zwei tauchen gerne in ihre eigene Zauberwelt ab, begeistern mit einer tollen Show. Ein Leben ohne Pferd kann sich Lisa nicht vorstellen. Schon als Baby hat sie auf dem Rücken der Pferde geschlafen und nicht im Kinderwagen. Wenn sie heute mal nicht einschlafen kann, dann hört sie noch Bibi und Tina-Kassetten oder spielt gerne ein paar Songs auf ihrer Gitarre. Lisa lebt den wahr gewordenen Mädchentraum. Ihre Fans auf Instagram lieben sie dafür. Ob sie unsere Jury mit ihrem Outfit auch verzaubern kann, wird sich zeigen. Zur Unterstützung hat sie ihren Bruder mitgebracht. Ich werde Fashion Star, weil ich eh zu 90% am Tag in Reitklamotten rumlaufe. Ich bin Mathis Röckener, der Bruder von Lisa, und ich glaube, ich weiß, was an ihr ganz gut aussieht. Dabei hat Mathis nicht nur das Outfit im Blick, sondern auch das Geld. Maximal 600 Euro darf Lisa ausgeben. Dafür hat sie 20 Minuten Zeit. Die Tür zum Shoppingglück. Los geht's für Lisa. Okay, als allererstes Schleife mit Motto. Okay, wir müssen eine Schleife. Männliche Shoppingbegleitung. Yay, Männerquote, endlich. Junge, wir setzen auf dich. Ich wollte gerade sagen, rette es. Okay, das gibt mir gleich. Guck auch zwischen den Schabracken und so, ne? Oder unter den Abschützdecken. Oh, die haben aber ein Tempo drauf. Such, Mathis, such. Ich bin kalt, dann werde ich mal heißer. Hast du was? Nein, leider nicht. Die wollen uns doch veräppeln. Verdammt. Ich kann jetzt nicht ihren Schuhkarton aufmachen. Da auf. Jo, ich hab sie. Tschakka. Okay, was steht drauf? Mutig, mutig, mutig. Setze ein Statement in Rot. Oh Gott. Ja, Rot. Okay. Hoffentlich findet sie das It-Piece besser als das Motto. Okay, It-Piece. Das ist ja schon, das ist die Hose. Okay, einmal, zeig mal. Das ist die so eine Reitleggings, okay. Sind die gleich? Nein. Nein, 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 das ist ein festerer Stoff. Wir gucken gleich mal, was wir nehmen. Du nimmst das beides mit. Ist das springende, die da oben hängt? Ja, die ist geil. Die ist richtig schick. Oh, die gefällt Jens bestimmt auch. Die muss ihm gefallen, die ist gut. Und guck mal, ah, da ist ein Pulli dazu. Obwohl, wir müssen auch noch ein Statement in Rot. Das heißt, wir dürfen ja nicht alles in Rot haben. Das ist aber schon schwieriger mit dem Bordeaux-Rot. Ja. Wir probieren den, nehmen wir mal meiner Größe mit. Mathis ist noch skeptisch und guckt lieber selbst. Dieser weiß, so turniermäßig darunter. Ja, bring mal einfach mit, was du findest. Boah, ich habe hier keine Ahnung, da stehen so Zahlen drin als Größe. Ja, was dann sag mir die Zahl. 44 ist so. Nee, viel zu groß, 36. 36. Hier habe ich S. 44. Männer und Bruder. War das die richtige Entscheidung, dich mitzunehmen? Weiß ich nicht. Das stimmt, ich kann auch ein Turniershirt runterziehen. Das ist alles 44, das ist ja auch hier safe. Okay, nee, passt dann nicht. Passt es nicht. Okay,
Okay, aber lass uns schlichte nehmen. Genau. Ja. Also ich hätte sie gerne noch mehr mutig, aber heller, ich finde den Bomber-Look eigentlich gar nicht so schlecht oder den Bordeaux-Look da. Ja. 41 bis 60. Wir müssen auch ein bisschen auf den Preis achten irgendwie. Ach, stimmt. Ja, wir probieren das mal an, dann rechne ich das gleich zusammen. Ja. Ja, zieh dich mal an. Ich hätte gerne noch ein bisschen Glitzer, irgendwas, gucken, was noch ein bisschen knallt. Ob sie dann die Leggings anzieht oder die Reithose, ob sie ein bisschen zu Leggings tendiert. Boah, was soll denn schöner sein? Die Qual der Wahl. Wir nehmen einfach das. Ich hab's aber. Mathis, sehr gut ausgewählt. Hey, hey. Guck, Fliegenhaube, eine Mütze kommt. Mützchen, Mützchen, ja. Mützchen. Ich glaub, das ist zu matt. Was Dunkleres. Shit, die sind wirklich zu groß. Aber egal. Das kaschieren wir gleich. Was war das noch? 36, ne? Ja, 36. Aber nee, nicht rot zu rot, das geht nicht. Hier ist etwas Dunkleres. Das ist doch derselbe. Ist das derselbe? Ach, der ist ohne Pulli. Das ist nicht so schlimm. Ja. Das ist schwierig mit dem Rot, das zu kombinieren. Aber das ist jetzt mir ein bisschen zu dunkel, alles. Es muss noch ein bisschen knallen. Aber die Hose sitzt gut an ihr, muss also man sagen. Also ich hätte jetzt vielleicht was Weißes kombiniert, ja, zu auf dem, jeden Fall. Dann würde das zu der Bordüre von der Schabracke besser passen. Ja, Mathis, das Stirnband nehme ich. Jetzt sind lieber graue Bandagen? Oh, die fliegen weg vielleicht. Ja, habe ich auch überlegt, aber ich glaube. Ah, jetzt ist Valuta. Ich guck mal einmal hier beim Preis. Oh, jetzt guck mal schnell. Nee, wir nehmen die andere, Mathis. Ach, das war auch Gold. Nee. Die kostet, ja, nee, die kostet 70. Die kriegen wir nicht mehr mit rein. Ach, egal. Komm, Mann. Würdest du eine Frau so attraktiv finden? Ja. Also lassen wir das. Okay, wir haben alles. Chaka. Und fertig. Cool, das war's. Mathis, Glückwunsch. Yay. Nach dem Shoppen ist das Putzen dran. Valou muss für den großen Auftritt glänzen. Einen braunen Booty für die kalten Tage. Das Glitzer passend zu ihrem It-Piece. Etwas mehr als 561 Euro hat Lisa ausgegeben. Mit knapp 120 Euro war die Abschwitzdecke am teuersten. Das Graue der Decke passend zu Lisas Schal, Jacke und Rolli. Valou trägt eine bordeaux-rote Schabracke und passende Bandagen. Das Eskadron-Halfter und der Strick sind aufeinander abgestimmt. Lisa gefällt ihr neues Outfit. Doch kann sie mit ihrem Look auch die Jury überzeugen? Das war die erste Staffel zum Thema Mutig, Mutig, Mutig. Setze ein Statement in Rot. Die Entscheidung seht ihr morgen. Klappe, bis morgen. Und hier sind sie nochmal. Unsere vier Kandidatinnen der ersten Staffel. Laura, Maike, Ise und Lisa. Ihr Lieben, Fashion Star 2019. Wer wird Sieger? Und wer könnte das nicht besser beantworten als die Jury und die Markenbotschafter von Piqueur Eskadron? Thema Rot, Thema Mutig. Könnt ihr damit was anfangen, Mädels? Auf jeden Fall. Passend auch super zum Herbst, wie ich finde. Und ich freue mich auf jeden Fall ein bisschen auf Farbe im Herbst. Und da ist ja besser, also geht, glaube ich, nicht besser als Rot. Hört sich gut an. Dann schauen wir mal rein. Laura, unsere Frohnatur, die zusammen mit ihrem Schnappi gern in ihre eigene Wendy-Welt abtaucht. Maike, das chaotische Energiebündel. Sie kennt nur ein Gas. Vollgas. Die ehrgeizige Ise. Das Küken in der Runde verliert nie ihre Ziele aus den Augen. Und Lisa, das Multitalent. Sie liebt Show und das Turnierreiten. Hatze, Hatze. Motto, Motto, Motto. Mutig, mutig. Setze ein Statement in Rot. Check. Ja, dunkelrot ist auch rot, ne? Ja, ich habe schon welche, die passen. Ja. Guck mal. Findest du die gut? Tada! Super, ideal. Ja? Ja, hab's geschafft! Ja! Das ist aber mal ein Statement. Ja, das ist ganz schön rot. Aber du kannst ja mal dich zeigen. Das ist mal rot, ne? Boah, ich hab hier keine Ahnung, da stehen so Zahlen drin als Größe. Ja, dann sag mir die Zahl. 44 ist so? Nee, viel zu groß, 36. 36. Die habe ich erst.
Männerunmode. Laura hat sich für die Farben Beige und Bordeaux-Rot entschieden. Ihre Reithose passt zu Schnappis Outfit. Gekostet hat das ganze Reitoutfit 594,40 Euro. Also ich finde Lauras Outfit sehr stimmig, muss ich sagen. Und das Thema hat sie richtig gut umgesetzt. Sie hat bordeauxfarbene Bandagen, eine bordeauxfarbene Schabracke, die Ohren und die Hose. Also sie war rot, genau. Und sie war mutig. Genau, mutig auf jeden Fall. Also Scarlett, Teamentscheidung, Jury 9,5. Maikes It Piece, die knallrote Jacke, sticht hervor. Der Rest ist in Schwarz und Weiß gehalten. Kosten 537,50 Euro. Also Maike hat auf jeden Fall ein super schönes Outfit auch gewählt. Ich finde es schön mit der roten Jacke, das ist so prägnant und so ein Highlight-Piece, ja, ne? Finde ich ja auch. Also hat auf jeden Fall das Thema auch erfüllt. Und mit den Details, mit den roten Socken, finde ich auch richtig gut. Das stimmt. Ja. Also Teambewertung für die rote Jacke und Maike sind 8,6 Punkte. Ise und ihr Raffi sind in knallrot und dunkelblau gekleidet. Passend dazu ihre braunen Löstau-Stiefel. Preis insgesamt 504,60 Euro. Die liebe Ise hat sich noch ein bisschen gesteigert und hat zu ihrer knallroten Weste noch eine Schabracke gewählt. Das finde ich richtig gut. Ich glaube, sie wäre sogar die Gewinnerin geworden, wenn sie die Hose nicht gewechselt hätte. Dann wär's ich bin ein bisschen neidisch auf die Stiefel. Ja, das stimmt. Die Stiefel sind auch sehr schön. Cool. Also, unsere Ise bekommt von uns 9,3 Punkte. Hätte sie die rote Reithose angelassen, wäre es vielleicht noch mehr gewesen. Aber herzlichen Glückwunsch. Lisa hat für sich und ihren Valu alles in Dunkel, Rot und Grau ausgesucht. Dafür hat sie 561,30 Euro bezahlt. Also, Lisas Outfit ist auf jeden Fall super stimmig und gefällt mir auch sehr, sehr gut, weil sie ja, das Farbthema auf jeden Fall gut aufgenommen hat. Es hat nur ein kleines bisschen Mut gefehlt. Und deswegen bekommt sie trotzdem von uns die Wertnote. 8,4. Die Wahl fiel nicht leicht. Hier noch einmal der Punktestand im Vergleich. Und hier ist sie, die Siegerin der Woche. Unser Fashionstar bei Piqueur Escadron ist Laura mit ihrem Schnappi. Mutig und harmonisch, sagt die Jury zur Outfit-Auswahl von Laura. Und dafür hat sie nicht nur die tollen Klamotten von Piqueur und Escadron im Wert von knapp 600 Euro bekommen, sondern auch diese Siegerschleife und VIP-Karten für das Hamburger Derby. Gratulation! Und das erwartet euch nächste Woche. Nass macht Spaß. Okay, ein Regencap. Das sieht doch gut aus, ey. Nass macht Spaß. Dann musst du ohne Socken reiten. Socken weg.